Und Mohammed sagt, jede Bid'a führt in die Hölle. Da muss er sich überlegen, ob er noch so bleibt, wie er ist. Oder nicht. So, das heißt, er braucht ein Fundament, worauf er stehen kann. Unser Fundament, Sunna, Sunni und Schi'i oder Schiiten und Sunniten, sie haben ein Fundament, der 1429 Jahre alt ist. Und wenn ein Ahmadi heute kommt und sagt, ich habe auch ein Fundament, der 150 Jahre alt ist, der durch die Engländer entstanden ist, der aus Indien rauskommt, aus Qadian, aus Punjab, ne, dann ich sag, ich kann nur meinen Kopf schütteln. Du kommst zwischen aus einer Gegend, wo die Kühe angebetet werden. Du kommst aus einer Gegend, wo die Steine angebetet werden. In unseren Zeiten, kommst du raus und sagst du, ich habe jetzt einen Prophet bekommen, der gleichzeitig Mahdi und gleichzeitig der Messias und gleichzeitig Muhammad, gleichzeitig der Maria ist. Ne? Was ist das für ein Mensch, der gleichzeitig so werden kann und behaupten kann, dass er von Allah subhanahu wa ta'ala beauftragt worden ist? So, und noch dazu, was die da behaupten, was er selber geschrieben hat, was er selber über sich geschrieben hat. Die Prophezeiungen, die er dargelegt hat, um sich da durchzusetzen, so wie er gelebt hat, wie er gestorben ist. Das ist alles unglaubhaft. Also diese Menschen, da muss man sie extra behandeln. Also mit diesen Menschen muss man extra reden. Das heißt, sie haben eine Denkweise, sie haben einen Kreis, wo sie immer drehen können. Und wenn du sie aus diesem Kreis rausholst, dann musst du mit denen diskutieren, wie alle anderen Muslimen, die nicht Schiiten sind. Weil im Grunde genommen, das sind Sunniten. Also die Ahmadiyya-Sekte ist aus der sunnitischen Kreis. Sie bieten wie Sunniten und die folgen die Imame, die vier Imame von Ahl-Sunnah und Jama'a. So, und die glauben an die Reihenfolge wie die Sunniten, dass Abu Bakr ist der Erste, der Zweite ist Umar und der Dritte ist Osman und dann kommt Ali. So, das heißt, wir unterscheiden uns von den Ahmadiyya-Sekte hundertprozentig. Wobei die Sunniten unterscheiden sich von den Ahmadiyya-Sekte nur mit einer Sache, dass dieser Mirza ist ein Prophet und mehr nicht. So, wir unterscheiden uns hundertprozentig von den Ahmadiyya-Sekte. So. Für die Sunniten, die haben Probleme mit diesen Menschen. Wir haben Beweise gegen die Ahmadiyya-Sekte. Weil diese Beweise sagt Folgendes aus, was wir normalerweise als Schwert haben, in jede Richtung können wir damit kämpfen, nämlich die Stellung von Ali a.s. im Vergleich zu Muhammad s.a.w. Er sagt, du bist bei mir wie Harun von Musa, aber nach mir gibt es keinen Prophet. Wir haben das. Wir können damit kämpfen. So. Wir wissen, dass durch Ali, salamullah alayh, fängt die Imame an. Und mit Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wird die Prophetentum beendet. Das heißt, Schluss mit Propheten, kommt die Imame. So. Das können wir sie beantworten damit. Und das Imam Mahdi, salamullah alayh, wie er geboren ist, wann er rauskommen wird, wie er rauskommen wird, wie er aussehen wird, das haben wir. Wir haben Beweise dafür, aus sunnitische und aus schiitische Quellen, die uns wirklich sehr, sehr unterstützen können. So. Unmöglich ist das nicht, dass er so lange leben kann. Und unmöglich ist das nicht, dass wir Beweise dafür bringen können.